Heute, liebe Leute, das reimt sich, Partie 5 von 1000 gegen Großmeister Jan Gustafsson. Und jetzt bin ich mal als erster dran mit den weißen Figuren. Und da wollen wir doch mal sehen, wie das heute läuft. So, Number 5, Mambo Number 5. Ich spiele eine neue Taktik jetzt. Er kann, irgendwann muss diese Glückssträhne abbrechen. Er kann nicht ewig Glück haben. Ah, da geht der Schachcomputer wieder an. Überleg, überleg. Rappel, rappel, rappel. Nee, 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 Datenbank, Datenbank. Er hat im zweiten Zug G3, C5. Dann muss ich das so machen, damit es funktioniert. Damit ich immer gewinne. Ich habe alle Züge auswendig gelernt. Vielleicht gewinne ich auf Zeit. Was soll das denn jetzt für eine Scheiße? Was ist denn das jetzt für ein Käse? Ich wollte doch das Queen's Gambit haben. Das geht doch jetzt nicht mehr. Das gefällt mir nicht, das Feld hier. G4 kann ich nicht gut verteidigen, gerade. Hat er wohl offensichtlich auch schon als Schwachpunkt auserkoren.
Auch en passant habe ich nicht dran gedacht, du mieses Schwein. Schlag. Dann geht er da rein. 100%, wenn ich den mit dem Läufer schlag, geht er da rein. Ich mit dem Dingsschlag. Nein, er hat ja gerochiert. Er ist ja nicht mehr gefesselt. Mann, man kann ihn auch nicht reinlegen. Einfach mit nix. Er hat sich ja aus der Fesselung rotiert. Scheiße, hab ich vergessen. Ja. Hier war er ja eben noch gefesselt. Er sich den, dann kann ich den nicht nehmen, dann schlägt er den. Es ist schon alles gelaufen. Scheiße. Ah, das ist, weil ich mir zu schnell ziehe und mir im Kopf schon was überlege, was ich auf jeden Fall spielen will, egal was der Gegner macht. Und das ist so dumm. Du musst doch gucken, was der Gegner macht. Du kannst doch nicht einfach nur machen, was du willst. Da hat er auch noch eine Meinung zum Angebotenen. God damn it, wie dumm, ey. Ich konnte es überhaupt nicht erwarten, den Zug zu machen. Dabei hat er sich einfach aus der Gefahrensituation rochiert. Scheiße. God damn it.
Ups, 4 schon wieder, ey. Durch eine scheiß blonde Kacke, ey. Was hat er da durchgerechnet jetzt? Irgendeine Scheiße hat er da durchgerechnet. Eine scheiß Gabel, Alter. Eine Turmgabel. Sind noch 995 Matches. Mein Kopf tut so weh. Okay. Okay. Ich schlag. Er schlägt.
Es ist die fucking gleiche Gabel. Es ist die fucking gleiche Gabel. Oh, ich würde so gern nach Dubai fliegen. Wirklich, ohne Scheiß. Emotionen sind nicht so meins. Aber ja, Sprenger nach C2 war natürlich fies, dass der nochmal kam. Ich guck mal, ich muss hier ein bisschen bauen für Analyse. Kann eine Sekunde dauern. Bear with me. Das ist unfassbar, das ist mir noch nie passiert. Zweimal die gleiche ficken Gabel. 1-2, 1-2, haben wir hier Ton. So. Ja, über die erste Partie brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Die erste Partie war kompletter Humbug. Mit dem reingestellten Läufer da, das ist ja nicht der Rede wert. Mal gucken, wie es hier aussieht. Sehr erfahrener Mensch. Lage kann man vielleicht wegnehmen, ne? Schweren Herzens. Ich setz mich mal hier rüber. Ach, die dumme Fesselung. Und zu spiegeln jetzt. Das Ganze nochmal angucken. Das hier ist die Partie von eben. Das war eine gute Partie von. Gucken wir mal auf die kritischen Momente. Sperner F3, Bauer nach D5, Bauer nach G3. Ja, wie gesagt, Eröffnung hat viele Möglichkeiten. D3 kritisiert der Computer, ist aber Quatsch. Ja, das hatte ich kurz erwähnt. Er möchte sich halt hier die Möglichkeit offen halten, noch Bauer nach D4 zu spielen. Er sagt, ja, D3 ist verfrüht, aber für den Aufbau, den Eddie geplant hatte, ist alles völlig okay. Figuren raus, Bauer nach C4 auch okay. Bauer nach D4, nicht der einzige Zug, aber mir gefällt es hier, das Zentrum gleich in Beschlag zu nehmen. Hier die Hauptzüge, das hier ist noch eine halbwegs bekannte Steuerung, sind Bauer nach E3 zu spielen und dann hier gleich zu tauschen. Oder es gibt auch so Pläne mit Bauer nach B4, einen Bauern zu opfern, Personen hier Spiel zu kriegen. Was auch möglich gewesen wäre, wäre analog zur Partie, wenn Eddie hier die Stellung ein bisschen schließen wollte, jetzt gleich E4 zu spielen. Dann gibt es hier einen Unterschied, zum einen, welcher Schlag könnte der Läufer... Könnte der Läufer in einem Zug zurückschlagen und auch, das werden wir gleich sehen, der Bauer könnte jetzt schlagen, der Bauer hier wäre gedeckt. Also Läufer nach D2 war nicht so gut, weil der Läufer da halt nicht unbedingt hin will. Wenn man ihn ziehen will, dann eher nach G5 raus und sonst eher Bauer nach E3, Läufer nach E4. Läufer E7 gespielt, Bauer nach E4. Jetzt habe ich gesagt, der Computer wird sagen, hier irgendwas Langweiliges schon geschlossen halten, Bauer nach H5 oder Sperr nach D7 und dann hier angreifen. Aber ich mag diese geschlossenen Stellungen nicht. Ist eine leichte Schwäche, die ich habe. Sollte ich vielleicht irgendwann dran arbeiten. Ich versuche immer, schon ein bisschen durchgängiger zu halten hier. Wie gesagt, der schlägt E3. Nicht der beste Zug. Ich mag diese verrammelten Stellungen. Die gibt verrammelt. So, hier war Läufer E3 besser. Einfach um den Bauern im Blick zu behalten. Also en passant, wenn ihr neu im Schach seid, eine sehr wirre Regel. Der Bauer zieht aus der Grundstellung 2 Schritte vor. Und man darf einen Zug lang so tun, wenn man Bauern daneben stehen hat, als wäre nur ein Schritt vorgegangen und ihn schlagen. Darf man aber am nächsten Zug nicht mehr. Deshalb, wenn ich es machen will, muss ich es hier sofort machen. D schlägt E, F schlägt E, war nicht gut, weil es halt diesen Bauern aus den Augen lässt. Na, läuft schon E3, wie ich schon immer noch. Grob ausgeglichen gewesen. So, ich schlag. Jetzt gut gespielt von Eddie. Dame nach A4 stellt eine Falle auf. Nämlich Springer schlägt E5, um diese Fesselung hier auszunutzen. Wenn ich hier irgendwas Dummes mache, keine Ahnung. Selbst Bauer nach E4. Weil Bauer nach E4 zeigt es nicht so gut. Was kann ich denn Dummes machen? Also, dann kommt halt Sperr schlägt E5. Und ich kann nicht zurückschlagen wegen der Fesselung. Weiß schon besser. Das war der Plan. Aber das habe ich blockiert. Und ich habe es nicht gemerkt. Sicherheit. Und er steht halt hier nicht mehr der Dame gegenüber. Und Sperr schlägt E5 kam zu schnell. Das war die Entscheidung. Das schenkt mir einfach den Springer.
dann ist der Tops relativ gemischt. Ich weiß nicht, was der beste Torwartcomputer sagt. Dame nach B3 macht man natürlich nicht so gerne, um die Dame hier loszuwerden. Aber Sprenger schlägt E5. Dana ist natürlich schwer. Dann hat D1 oder so, kann man vielleicht spielen. Ruth, danke für den Raid, Alter. Ein bisschen rumgeeiert. Also ich dachte, ich habe hier gerade gegen den Großmeister gespielt. Wir spielen 1000 Matches. Momentan führt er noch. G4. Das ist direkter. G4. Jetzt hat Eddie gut gekämpft. Turm E1, bester Zug, hat er gesagt. Nicht so auf dem Zettel. Ich dachte, ich kann hier immer wegnehmen. Aber dadurch, dass ich die Figur mehr habe, ist es halt nicht mehr besonders knapp, auch wenn ich hier ein paar nicht so schlau Züge mache. Dann schlägt E3, D2, wieder gut gespielt. Jetzt wollte ich nicht hier schlagen, weil nach Turm schlägt E7. Vermute, Schwarz gewinnt irgendwie, aber der Springer so alleine da steht. Ich bin ja häufig, wenn ich was mehr habe, ich kein Risiko eingehen. Deshalb so, aber hier, wie gesagt, bisschen wackelig mal zügig war in dieser Phase. Selber nicht happy mit mir, aber ihr seht an der Bewertung, macht halt so viel Marge, wenn man die Figur mehr hat. Das ist halt nicht mehr so richtig. Dame nach B3, Damentausch. Kann ich nicht wirklich ausweichen. Aber Springer nach C2. Oh, Lauf nach F6, das habe ich nicht gesehen. Ah, okay, tricky. Schlägt. Ich kann den Turm fesseln. Das habe ich nicht gesehen. Oh! Uiuiui! F2. Turm nach E8. Kann sich hier nicht retten. Okay, schön. Aber mach ich es noch. Auch nicht so schlecht. Ja, die scheiß Doppelgabel. Der schwarze Vorteil ist halt zu groß. Also ich dachte, beste Chance ist so. Aber der Springer kommt eben immer wieder raus. Es reicht nicht mehr. Schlägt Springer E3. Ich dachte, beste Chance, Läufer E4. Um dieses Feld nochmal zu überdecken. Das wäre besser gewesen, ja. Die gleiche Gabel zuzulassen. Steuerung ist hoffnungslos. Also da muss Eddie sich nicht zu sehr cremen, dass hier die gemeine Gabel nochmal kam. So, Sperr nach C3 oder Lauf nach E4. Zögern es ein bisschen raus. Aber hier habe ich zu viel Material. Ich habe den Turm her. Ich will die Figuren rausbringen. Das Kind hätten wir schon geschaukelt gekriegt. So, also das war auf jeden Fall eine Steigerung. Bisschen ärgerlich, der Einzug. Sperr steht hier von. Sonst war das alles gut mit vielen guten Gedanken drin. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Des Matches. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Analysieren wir noch die Partie davor? Nee. Das war Bullshit. Das gucke ich mir nicht nochmal an. Die nehme ich selber nicht ernst. Das war einfach ein Blackout. Das muss ich mir nicht angucken. So, das war Partie 5. Inklusive Analyse von Jan Gustafsson. Habe ich auch noch nicht gehabt. Zweimal die gleiche Gabel. Ein Sieg in 1000 Matches. Es ist unfassbar. Es ist so krass. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, gegen ihn zu spielen. Es ist, als ob dir so jemand ganz langsam so eine Schlinge um den Hals legt. Und die dann so ganz langsam immer enger zieht. Und du kannst nichts machen. Du siehst, wie das...